Jetzt komm, gib mir meinen goldenen. Es ist ein goldener. Oh mein Gott, ja. Komm mal, Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Video. Diesmal kein Detective Conan oder Anime-Video, beziehungsweise hat es ja doch was mit Anime zu tun. Wir zocken heute, beziehungsweise geht es auch um ein neues Spiel, was heute um 2 Uhr früh rausgekommen ist, nämlich Tower of Fantasy ist free to play. Erinnert sehr, sehr an Genshin Impact, ist auf jeden Fall auch in diesem Anime-Stil. Meiner Meinung nach ist es ein besseres Genshin, weil halt einfach die MMO-Komponente dazukommt. Du kannst mit anderen Spielern mehr interagieren als in Genshin Impact. Es ist viel ausgeklügelter, das Waffensystem, und du kannst ja auch ein paar Kombos machen. Es fühlt sich nicht so phlegmatisch, nicht so träge, nicht so statisch an. Aber ich werde euch hier kein Gameplay zeigen, nein, es geht hier nämlich um das Glücksspiel. Vorab, es ist Free-to-Play, es ist ein Gacha-Game, ja, das heißt, ihr könnt die Charaktere polen, beziehungsweise Waffen polen. Und ich habe Free-to-Play gespielt, ich habe nicht 1 Cent reingesteckt und wir werden jetzt einfach mal ein bisschen spinnen, ja. Wir haben hier 45 Goldkugeln, das heißt, ich werde den Pity komplett ausreizen. Ja, und wir haben noch 68 Schwarzkerne und ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit den Schwarzkernen an. Wir werden als erstes die 8 so rollen und ja, danach 6 mal die 10er. Let's go. So, ihr könnt euch sagen, die Animation ist halt immer die gleiche und es kommt halt auf das Ende an, ja. Was ihr quasi am Ende seht, ist es dann blau, dann kriegt ihr quasi nur Crab. Ist es dann Lila, kriegt ihr halt einen SR-Charakter. Und wenn es halt ganz, ganz krass ist und dann Gold am Ende wird, dann kriegt ihr einen SSR-Charakter. Aber das bei dem Schwarzkern ist hier quasi fast unmöglich, ja. Können wir also immer überspringen, wenn wir was Blaues sehen. Das müssen wir uns dann komplett nicht so angucken. Also der Anfang ist, glaube ich, fast immer gleich. Vielleicht gibt es da einen Unterschied. So habe ich mich damit noch nicht auseinander beschäftigt. Aber es kommt halt immer auf das Endlicht an, ja. Und wenn das Endlicht blau ist, dann ist es halt immer schlecht. Also es muss lila sein oder halt Gold. Ja, wenn wir diese Goldkerne machen, dann haben wir immer ein SR, wenn wir einen 10er-Pool machen. Safe. Hier ist es generell komplett unwahrscheinlicher, dass wir überhaupt was Lilanes kriegen. Aber... ja, okay, noch 4-mal und dann können wir endlich die 10er-Pulls machen. Also ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn ich hier mit den knapp über 110 Puls, die ich insgesamt mache, 2 goldene ziehe, ja. Das wäre so das, womit ich extrem zufrieden wäre. Einen kriegen wir ja safe, ja. Das ist also nicht das, was wir wollen. 2 wäre ich überglücklich, aber hey, es ist halt ein Glücksspiel, von daher, Leute... wenn ihr Bock auf Genshin hattet, wenn ihr Bock habt, ein Free-to-Play-Spiel zu spielen, was so ein Anime-Look ist, wo ihr auch alleine spielen könnt, aber halt auch mit anderen interagieren könnt, so locker, flockig, spielt das Spiel, ja. Also ihr habt hier keine großen Einschränkungen. Ich habe hier, wie gesagt, alles for free erfarmt und ich habe schon ein paar Mal gepult. Ja, das heißt, ich wäre jetzt wahrscheinlich heute schon bei 160 Puls insgesamt gewesen. So, Leute. Okay, bis jetzt nur blaue, aber wie gesagt, das sind eh nur diese Schwarzkernpuls. Einen noch und dann machen wir die 10er. Da kann man eh nicht so viel erwarten. Das sind quasi die komplett Free-to-Play-Dinger. Die anderen Goldkerne kann man sich für Echtgeld kaufen, beziehungsweise kann man sich Währung kaufen und sich die dann kaufen. Das sind aber die selteneren, beziehungsweise die besseren. Die kann man auch in-game komplett free kriegen, aber die sind halt seltener. Okay, jetzt machen wir mit den 10ern weiter. Jetzt können wir 6 10er machen. Und dann gehen wir zu den Goldkernen. Da erwarte ich natürlich am meisten. Animation gefällt mir auch besser als bei Genshin. Ich mag hier diesen Tunnel. Aber hier auch wieder komplett blaue nur. Das können wir überspringen. Und machen wir direkt weiter. Aber ihr müsst aufpassen. Ich sage direkt, falls irgendeiner von euch eine Affinität dafür hat, ja, auf Glücksspielmäßig und dann unzufrieden ist, wenn man nichts Gutes bekommt. Jetzt haben wir was Lilanes, das ist schon mal ganz gut, das gucken wir uns jetzt hier auch an. Dann Finger weg davon, ja. Also ihr könnt wirklich viel schaffen, ohne Geld reinzustecken. Okay, Bailing
Habe ich schon, aber trotzdem geil. Ein Lilaner. Let's go. So kann es doch weitergehen. Ich habe, glaube ich, schon 4-5 Charaktere. Ich habe einen SSR. Das ist halt beim 30er Pit. Die kriegst du ja zu 100% ein. Den kriegt quasi jeder. Und, okay, das können wir hier überspringen wieder. Aber sonst bin ich eigentlich komplett zufrieden. Wie gesagt, 2 goldene wäre mein Ziel. Da brauchen wir schon sehr viel Glück, aber schauen wir einfach mal. Ja, können wir wieder überspringen. Ich habe gar nicht mitgezählt. Ich glaube, wir haben noch 2, ja. 2 Zehner bei den Schwarzkernen. Wie gesagt, hier ist die Chance sehr, sehr gering, dass wir was extrem Krasses kriegen. Das sieht lila aus, ja. Okay, 2 lila, ne? Das ist schon mal ganz geil. Aber wir haben jetzt auch über 60 Mal gepullt. Ja, das darf man halt nicht vergessen. Wieder Beiling, okay. Vielleicht auch mal 2 lila, ne? Wäre auch gut. Okay, den letzten Zehner. Und die Animation, beziehungsweise auch die Musik dazu ist episch. Ja, ist nichts. So, also wie unser Fazit, nach 68 Puls sind 2 lilane, okay? Jetzt gehen wir zu den goldenen. Okay, wir machen erst die 5 normalen. Und dann 4-mal einen 10er-Pull. Es ist ja auch die Sache, wenn du ein SSR kriegst, ob der dann gut oder schlecht ist. Also ich kann euch sagen, selbst wenn ich hier nur mit einem SSR rausgehe, lass es bitte einen guten sein, beziehungsweise auf den ich Bock habe. Ich habe mich davor nicht mit Meta oder sowas beschäftigt. Ich hätte zum Beispiel extrem Bock auf den Sensenmann Heini, ich glaube King heißt der. Dann Crow mit den Elektro-Daggern, ja. Oder Tsubasa mit dem Bogen, ja, oder mit den Pistolen. Eigentlich fast alles. Ich will nur nicht die, die ich jetzt schon habe, Kokori, glaube ich, die mit dieser Eislanze. Und ich will nicht die mit dem Schild, Hilda oder so, oder Hulda. Die möchte ich nicht. Der Rest ist mir eigentlich egal. Okay, gut, aber ich muss auf jeden Fall sagen, in solchen Spielen hatte ich nie wirklich Glück gehabt, ja. Ihr werdet euch denken, Alter, der Arme, er ballert hier rein. Und kriegt hier gar nichts. Aber egal, Leute. Ihr darf die Hoffnung nie aufgeben. Das sind jetzt eh erst die Single-Pulls. Was Liedern ist, ist schon mal geil. N haben wir auch schon, aber geil. Es ist der dritte Vierer, den wir jetzt haben. So, wir haben jetzt 5-mal gepult. Das heißt, wir haben jetzt 73 Puls bereits gemacht. 73. Und wir haben 3 lilane Charaktere bekommen. Okay, jetzt alles oder nichts. Jetzt kriegen wir zu safe ein Lilanen. Ja, bei den Gold-Dingern kriegst du immer safe ein Lilanen. Das heißt, wir gucken uns jetzt alles an. Wäre natürlich schöner, wenn es Gold wird. Oder wenn wir mal 2 Lilanen in einem Zehner haben. Okay, haben wir schon. Aber egal. 4. Lilane. Und das ist der erste, der uns garantiert ist, ja. Also es hätte noch schlechter sein können. Theoretisch hätten wir mit allen Puls, beziehungsweise jetzt den ersten Safe gehabt. Machen wir doch direkt weiter. Es wäre schön, wenn jetzt noch einer kommt, ein Goldener, ja. Ich mag das, man weiß halt am Anfang nicht, ob jetzt eine Waffe kommt, ob es ein Charakter ist. Wie gesagt, wenn du eine Waffe siehst, ist schon scheiße. Muss halt Charakter sein, weil ab die Echo haben wir auch schon ein paar Mal. Oder Echo.
Aber jetzt komm, gib mir meinen goldenen. Es ist ein goldener. Oh mein Gott. Ja. Okay, zwei haben wir noch. Also, wir haben jetzt fünf Liederne. Oder vier. Ich war schon vergessen. Okay, und das war nicht der Safe. Das war nicht der Safe. Das heißt, theoretischerweise müssen wir dann noch einen kriegen. Oh mein Gott. Okay. Let's go, Baby. Let's go. Also, ich glaube, Gold wird, wenn du am Anfang... Oh mein Gott, noch ein SR dazu, Alter. Oh mein Gott, Pepper. Wenn du ganz am Anfang schon lila siehst, dann glaube ich, wird's Gold. Weil das Gold braucht erst Zeit, um sich zu entwickeln. Geil, also jetzt ist schon Wurf. Also wenn ich mich jetzt nicht verirrt habe oder falsch gerechnet habe, genau, Pity, müsste ich jetzt mit dem E-Safe nochmal jetzt einen kriegen. Und dann war's komplett Wurf, ich schwöre. Und Free-to-Play. Dann würde ich jetzt meinen dritten SSR-Charakter kriegen. Ja. Also Leute, ich habe das, was ich wollte. Wir haben bis zuletzt gehofft. Ich habe nicht aufgegeben. Nochmal Pepper SR, geil. Okay, komm, gib mir bitte nicht... Gib mir einen anderen SSR. Oh mein Gott, die machen... Oh, spannend. Okay, okay, Zero. Okay. Kann ich mitleben, würde ich sagen. Kann ich mitleben? Geil, Leute. Ich würde sagen, es war worth. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls ihr noch weitere Tower of Fantasy Videos haben wollt, ob ich jetzt Puls mache, ob ich jetzt ein bisschen Gameplay zeige, sagt mir Bescheid. Dann geht's ab. Also Leute, viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.